Hallo, Lena hier bei Swedish Mom. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, es gibt einen neuen Trend aus Korea und zwar nennt sich das Glass Skin. Und ja, die Koreanerinnen sind sehr schönheitsbewusst und die haben praktisch ein Konzept, ja, entwickelt, wenn man so will, wie man die Haut die optimalsten Bedingungen schafft, also die optimalsten ja, Verhältnisse. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, was es überhaupt ist und wie man diesen Zustand erreichen kann. Und ja, ein paar Tipps, denke ich, sind dabei. Also bleibt dran. Und ich denke, das ist einfach für jeden, könnte für jeden gut sein, auf jeden Fall, dass man da ein paar Tipps bekommt. Ja, was ist denn Glass Skin? Ja, wortwörtlich übersetzt, das ist einfach ein Teint, der wie Glas aussieht. Und das ist einfach eine perfekte Haut, ohne sichtbaren Poren und die ist so perfekt, dass sie im Grunde wie Glas glänzt. Ja, ich bin daran gewöhnt, dass man praktisch das Glänzende wegpudert, aber in diesem Fall ist es halt ein, ja, eine Art Glow, weil die Haut so perfekt ist, dass es dadurch glänzt und das ist für die Koreanerinnen einfach der optimalste Zustand. Und ja, ich verlinke zu ein paar Frauen, die sowas erreicht haben, damit ihr sehen könnt. Wie funktioniert das dann überhaupt, diesen Zustand zu erreichen? Ja, man trainiert die Haut, dass sie ja, so viel Feuchtigkeit wie möglich aufnehmen kann. Ja, man fokussiert darauf von morgens bis abends. Man macht im Grunde nichts anderes, als die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und das geht dann mit Peeling los. Also das ist im Grunde das Wichtigste, dass die Haut praktisch dafür vorbereitet ist. Also es geht um chemische Peelings und auch mechanische. Also, ich habe ein Video gemacht über chemische Peelings, AHA und BHA. Das verlinke ich euch. Und dann geht es dann mit Serien, also einem Serum, los. Und zwar im Grunde nicht nur einem, sondern man lässt ein Serum wirken für einige Zeit. Und dann nimmt man das nächste Serum, lässt das einwirken und das kann man dann öfters machen. Man hat dann verschiedene Serien und dann kommt die Hautcreme drauf. Und ja, dann regelmäßig eine Feuchtigkeitsmaske drauf, das ist klar, also mindestens zweimal die Woche. Ja, und dann mehrmals am Tag so ein Face Mist, also ein Feuchtigkeits-Face Mist drauf sprühen, damit die Haut ständig versorgt ist mit Feuchtigkeit. Es gibt halt einige Koreanerinnen, die das ja halt als Lebensstil jetzt haben und einige haben das sogar als eine Art Job. Die haben das als Beruf praktisch, ja, halt diesen Glass-Skin-Zustand zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach ziemlich übertrieben. Aber ja, gut, die können davon leben wahrscheinlich, weil sie auf Instagram sind und ja, sie sind so erfolgreich und werden gesponsert oder sonst was. Aber wenn man so Fotos sieht, ne, einige sitzen dann im Zug oder im Flieger mit so einer Tuchmaske. Also ich weiß nicht, also so weit würde ich nie gehen, dass man praktisch in der Öffentlichkeit mit einer Tuchmaske herumsitzt. Naja, auf jeden Fall. Aber ich denke, und dieser Zustand kann man, denke ich, auch nur erreichen, wenn man unter 30 ist. Also ich denke, wenn die Haut anfängt zu altern, dann ist es einfach nicht mehr zu erreichen. Aber das ist ja auch egal. Ich denke, das ist teilweise eine schöne Pflegeroutine. Und das ist auch hautverjüngend, denke ich, ganz klar. Ich denke, es ist nicht verkehrt, etwas Gutes für die Haut zu tun und man kann sich inspirieren lassen und man muss es halt nicht so wahnsinnig übertrieben machen. Aber so in einigen Punkten habe ich praktisch, ja, wurde es für mich einfach nur bestätigt im Grunde, dass die Pflegeroutine, die ich habe, gar nicht so verkehrt ist. Also ich habe jetzt ein paar Verbesserungen auf jeden Fall eingebaut und das ist im Grunde mit Inspiration von diesem Konzept. Ich kann ja mal zeigen, welche Produkte ich verwende im Moment und was ich gerade so neu eingebaut habe, sozusagen. Und zwar, ja, die Peelings, die habe ich ja in einem anderen Video, wie gesagt, das habe ich verlinkt jetzt in die Infobox. Und dann, also habe ich ein Aloe Vera Gel als Serum. Jetzt muss ich sagen, ich habe drei Serien. Und zwar, wie gesagt, Aloe Vera, dann habe ich, oh, das ist hier jetzt ganz abgenutzt, aber es ist noch was drin auf jeden Fall. Das ist ein reichhaltiges Serum, nennt sich das, mit Q10. Und das kann ich alles aufschreiben in die Infobox, welche Marke, ja, das ist fast nur Altera. Und dann ein Schönheitselixier mit Arganöl. Ja,
Und bis jetzt habe ich die drei, das habe ich auch mal in einem Video gezeigt, dass, weil ich finde, es ist so zeitaufwendig, dass man dann jedes Serum einwirken lässt und dann das nächste und so weiter. Deswegen habe ich einfach alle drei zusammengemischt, wenn man so will, und dann alles auf einmal habe ich dann aufgetragen, bis jetzt. Mal gucken, ob ich wieder jedes für sich dann einwirken lässt, je nach Zeit und Geduld einfach demnächst. So, und dann die Feuchtigkeitscreme, einfach eine ganz normale von Altera, Feuchtigkeitsfluid nennt sich das, damit bin ich auch super zufrieden. Was ich da jeden Morgen mache, ist tatsächlich, dass ich damit praktisch massiere, also ich trage im Grunde ein bisschen mehr auf als nötig und massiere das ein, damit es wirklich gut aufgenommen wird, und dann klopfe ich das ganze Gesicht und dann noch einmal ein bisschen drauf und dann streiche ich das dann praktisch aus, damit, versorge ich die Haut auch mit viel Feuchtigkeit, dass ich halt ein bisschen mehr als eigentlich nötig auftrage. So, und dann habe ich jetzt, das ist jetzt neu in der Routine, dass ich ein Face Mist oder Face Nebel direkt übersetzt gekauft habe von Dr. Hauschka, Gesichtstonikum, und zwar klärend habe ich gekauft, das glänzt wieder. Und es gibt auch für normale Haut, aber weil ich eben unreine Haut habe, habe ich klärend gekauft. Und das möchte ich jetzt demnächst, also wirklich nicht 10-mal am Tag, dafür ist es zu teuer, das kostet 20 Euro, aber vielleicht morgens, abends und einmal mittags. Und diese Dr. Hauschka-Sache versorgt einfach die Haut dann optimal. So, und ich war jetzt in der letzten Zeit sehr faul, wenn es um Masken geht, ganz ehrlich. Weil dadurch, dass ich diese Creme verwende, also reichlich täglich, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass die Haut gut versorgt ist. Aber man soll ja danach streben, der Haut einfach noch mehr Feuchtigkeit zu geben. Von daher, das werde ich jetzt auch jetzt machen, also regelmäßig eine Maske. Und zwar habe ich, das ist uralt, das heißt uralt nicht, aber liegt eine Weile im Schrank von Altera, das ist eine Feuchtigkeitsmaske, und von Alverde auch eine Feuchtigkeitsmaske. Das habe ich auf jeden Fall jetzt da, und ich denke mal, ich habe noch ein paar Masken sowieso zu Hause, die ich jetzt ausprobieren möchte. Von daher passt es jetzt, dass ich halt so ein bisschen loslege hier mit Feuchtigkeit. Ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass, also ich kann nie einen Glass-Skin-Zustand erreichen, aber das möchte ich auch nicht. Ne? Ich denke, das hier ist wirklich just for fun, oder man tut sein Bestes, das, was in seiner Macht steht. Und jeder kann etwas mehr vielleicht für die Haut tun, als er jetzt macht. Und von daher, ja, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet und ob ihr schon davon gehört hattet. Und vielleicht habt ihr ein paar Tipps bekommen. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!